Die Spinne und die Weisheit, ein Märchen aus Ghana. Kwaku Anansi, das Spinnenmännchen, ärgerte sich schon seit vielen Jahren darüber, dass die Menschen mit der ihnen von Gott gegebenen Weisheit sehr unüberlegt und verschwenderisch umgingen. Er beschloss deshalb, alle Weisheit zu sammeln und für spätere Zeiten aufzubewahren. Zu diesem Zweck holte er sich aus seinem Hause einen großen Tonkrug. Den gedachte er mit Weisheit anzufüllen. Viele Jahre zog er durch die Lande und stellte Mensch und Tier die schwierigsten Fragen. Erhielt er eine kluge Antwort, so öffnete er schnell den Deckel seines Kruges und flüsterte sie zum Staunen seiner Zuhörer hinein. Als er endlich glaubte, alle Weisheit dieser Welt gesammelt zu haben, machte er sich auf den weiten Weg in die Heimat. Kwaku Anansi ist nun weiser als die Götter, sang er viele Tage lang vor sich hin, bis er endlich die runden Hütten seines Heimatdorfes erblickte. Da er fürchtete, man könnte ihm im Dorf seinen kostbaren Schatz stehlen, beschloss er, ihn zunächst einmal für ein paar Tage im Wald zu verbergen. Nach der ersten Wiedersehensfreude wollte er heimlich seine Familie zu seinem Versteck führen und sie die Weisheit der Welt in sich aufnehmen lassen. »Wo verberge ich nur meinen Krug?« murmelte er vor sich hin und hielt Ausschau nach einem geeigneten Versteck. Lange überlegte er hin und her und entschied sich schließlich auf einen hohen Kazaurabaum, in dessen obersten Ästen er die Weisheit dieser Erde aufhängen wollte. Er ergriff seinen Krug, band ihn sich mit Schlingpflanzen vor den Bauch und versuchte nun, an dem dicken Stamm emporzuklettern. Weil aber der Krug einen zu großen Umfang hatte, konnte er mit seinen Armen und Beinen kaum die Rinde des Baumes erreichen. So mühte sich Kwaku Anansi 3 Tage lang vergeblich, die gesammelte Weisheit in die luftige Höhe des alten Kazaura-Baumes zu bringen. Schon unzählige Male war er auf den Rücken gefallen, trotzdem kämpfte er verbissen weiter und vergaß dabei völlig, dass er für sein Gefäß wohl noch andere sichere Stellen im Wald hätte finden können. Während er wieder einmal auf dem Rücken lag und hilflos mit den Beinen in der Luft strampelte, kam ein Hase vorbei und beobachtete das Treiben Kwaku Anansis. Als er endlich wieder auf den Füßen stand, versuchte er wohl zum tausendsten Mal sein Ziel zu erreichen. Der Hase war ein gutmütiger Kerl und so beschloss er, dem sich abmühenden Freund zu helfen. »Guten Abend, Kwaku Anansi«, sagte er freundlich. Bei diesen Worten schrak Kwaku Anansi so heftig zusammen, dass er wieder auf den Rücken fiel und mit seinem Krug vor dem Bauch in den Abendhimmel starrte. Der Hase sprang schnell herbei und befreite den armen Kwaku aus seiner hilflosen Lage. »Was hast du denn in deinem Krug?« fragte er ihn. »Das kann ich dir nicht verraten«, erwiderte Kwaku Anansi. »Wenn ich dir die Wahrheit sage, müssen wir beide auf der Stelle sterben.« »Nun, dann will ich dieses Geheimnis nicht wissen. Ich habe dir eine Zeit lang zugesehen, wie du dich vergeblich abgemüht hast, deinen bauchigen Krug auf den Baum zu bringen. Wäre es nicht einfacher, wenn du dir das Gefäß auf deinen Rücken bändest?« »Was sagst du da?« schrie Kwaku Anansi. »Ich dachte, ich hätte alle Weisheit dieser Welt in meinem Krug eingefangen, und jetzt sehe ich, dass es immer noch klügere Leute als mich gibt.« Bei diesen Worten riss er sich seine schwere Last vom Bauch und schleuderte sie mit solcher Gewalt an den Kazaura-Baum, dass der Krug in 1000 Scherben zersprang. Kwaku Anansi sah, wie die ganze Weisheit der Welt in kleinen Bächen davonfloss und begann langsam in der Erde zu versickern.
Von allen Seiten kamen die Menschen herbeigelaufen und hielten große und kleine Holzschalen oder Kürbisse in der Hand. Manche hatten in der Eile auch nur ein Blatt abgerissen oder auch nur einen Suppenlöffel mitgebracht. Sie alle versuchten, so viel von der ausfließenden Weisheit zu erwischen, wie sie nur auffangen konnten. So ist es geschehen, dass die Weisheit in der Welt bis heute so ungleich verteilt ist. Die einen haben viel davon und die anderen viel zu wenig.